Kann ich anfangen? Darf ich? Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Liebe Geschwister im Islam, erstmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich werde jetzt erstmal die erste Rede für heute halten. Inshallah werden es noch mehr. Ich habe einiges vorbereitet. Inshallah. Inshallah machen wir uns heute schön gemütlich hier zusammen. Und die erste Rede geht inshallah bis 23 Uhr. Dann gibt es erstmal was zu essen. Das ist ja auch ganz wichtig, ne? Und danach, nach einer halben Stunde, geht es dann weiter, inshallah. Entweder mit dem zweiten Vortrag und so weiter. Zwischendurch können wir uns bestimmt was unterhalten, inshallah. Ich wollte mich schon mal von vornherein bei euch allen entschuldigen, weil ihr seht, es sind heute wieder sehr viele Leute hier. Und ich sage das immer von vornherein, weil es gibt viele Leute, die kennen mich aus dem Internet oder von Vorträgen oder was auch immer. Ja, und die, ich bin dann für die wie so ein alter Bekannter aus dem Fernsehen, aber ich kenne die vielleicht gar nicht. Oder mir fehlt dann auch die Zeit, der eine redet von da, der andere von da. Und ihr wisst, wir haben alle unsere Schwächen. Und meine Schwäche ist, dass ich sehr chaotisch bin, ja. Und dass ich manchmal dann auch gar total den Überblick verliere. Nur nicht, dass dann einer böse auf mich ist oder so, ja. Weil ich bin halt nur ein Mensch, ich habe zwei Ohren, einen Mund. Und wenn da vielleicht einer von dir redet, einer von da, wie gesagt, wollte ich mich schon mal von vornherein entschuldigen, falls jemand zu kurz kommt. Und es wäre schön bei den Frauen, wenn man auch leise ist, weil es ist ja keiner gezwungen, heute hinzukommen. Gehe ich zumindest von aus, dass keiner gezwungen ist, heute hinzukommen. Und deswegen sind viele Leute hier, die vielleicht ein paar Worte hören wollen. Und das stört halt unheimlich. Auch wenn man denkt, dass man leise redet. Man kann ja dann auch vielleicht vor die Tür gehen oder was auch immer, wenn man sich unterhalten will. Weil man denkt vielleicht, man redet leise, aber der eine redet leise und der andere redet leise. Und dann ist es auf einmal sehr laut. Das ist genau wie im Fußballstadion. Ja, im Fußballstadion, wenn ein Mensch brüllen würde, wäre es sehr leise. Aber wenn 100.000 Menschen oder 20.000 Menschen auf einmal brüllen, FC oder so, ja, dann wird es halt sehr laut. Ja, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Köln, deswegen fällt mir natürlich dann direkt der FC Köln ein. Jedenfalls freue ich mich, hier zu sein und auch aus einem bestimmten Grund. Auch aus einem bestimmten Grund. Denn heute ist ja, ab 12 Uhr ist ja der Jahreswechsel. Und ich wollte sagen, wir treffen uns hier nicht wegen dem Jahreswechsel. Ja, nicht, dass das jemand falsch versteht, dass wir uns wegen dem Jahreswechsel treffen, sondern wir treffen uns hier, um den Menschen eine Alternative zu dem Jahreswechsel zu geben. Weil ich war selber mal jung. Ich meine, okay, so alt bin ich auch wieder nicht, aber zur damaligen Zeit beispielsweise, wenn ich zu Hause gewesen wäre und ich höre auf einmal, die Raketen steigen auf und dann ruft der eine Freund dann, ey, kommst du heute mit in den Club so und so und da und dahin und voll die Party und hast du nicht gesehen. Es ist natürlich sehr schwer, dieser Sache zu widerstehen. Und deswegen müssen wir eine Alternative schaffen. Und deswegen, das ist das Erste, worüber ich mit euch reden will. Es gibt im Islam Dinge, die verboten sind.
Es gibt viele Dinge, die verboten sind bei uns in der Religion, die der allmächtige Gott verboten hat. Aber ich kann über die Dinge, die verboten sind, kann ich ein Buch schreiben. Über die Dinge, die erlaubt sind, kann ich kein Buch schreiben. Weil die Grundlage ist, alles ist erlaubt, bis es einen Beweis von Koran und Sunna gibt, dass es verboten ist. Wie ist die Grundregel? Alles ist erlaubt, bis es einen Beweis gibt von Koran und Sunna, dass es verboten ist. Bei der Ibadah, was ist die Ibadah? Der Gottesdienst ist genau andersherum. Alles ist verboten, bis ich einen Beweis habe, dass es verpflichtend ist. Denn ansonsten könnte jeder machen, was er will. Dann sagt der eine, ja, ich mache jetzt so hier, das ist meine Ibadah. Und der andere sagt, ach ja, ich mache in der Disco Breakdance und Kopfstand und das ist meine Ibadah, das ist mein Gottesdienst. Ja, da kann jeder machen, was er will. Aber in der Ibadah müssen wir so tun, wie der Prophet Mohammed a.s. gesagt hat. Das ist die Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Dass man die Ibadah nur Allah alleine widmet. Dass wenn man betet, dass man es für Allah tut, für den einen allmächtigen Gott. Wenn man fastet, dass man es für den einen allmächtigen Gott tut. Und wie tut man es? Man tut es so, wie der Prophet Mohammed a.s. gezeigt hat. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Das ist im Prinzip in der Nussschale zusammengefasst das Glaubensbekenntnis. Und dieses Glaubensbekenntnis ist Islam. Denn was heißt Islam linguistisch? Was heißt Islam sprachlich? Hingabe an Gott. MashaAllah, ich bin stolz auf euch. Ich habe jetzt gedacht, jetzt sagen alle Friede, 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 Friede und so weiter. Weil Islam heißt nicht Friede. Es gibt einige Leute, die wollen irgendwie aus Islam was machen, was Islam nicht ist. Um das den Leuten als schmackhaft darzustellen. Islam heißt nicht Friede. Friede heißt Salam. Ganz einfach. Islam heißt Hingabe, Ergebung, Unterwerfung. Dass man sich den allmächtigen Gott unterwirft. Ihn alleine dient und so dient, wie der Prophet Mohammed a.s. gezeigt hat. So einfach ist das. So einfach ist das. Und ich weiß nicht, warum einige Leute irgendwas verbiegen wollen. Irgendwie, die wollen die Religion anderen Leuten schmackhaft machen, indem sie die Religion zu etwas machen, was sie nicht ist. Wir sagen ganz klar, das ist die Religion. Lies dir den Koran durch, wenn es dir gefällt, nimm es an. Wenn es nicht gefällt, ja, haben wir Pech gehabt. Oder du, je nachdem, ja. Also wie man, aus welcher Perspektive man sieht. Ja. Und wenn wir sagen, dass wir uns Gott ergeben, und diese Ergebung ist, indem man sich den Willen Gottes unterwirft. Was ist jetzt der Wille Gottes? Hier gibt es zwei Arten von Willen. Man sagt einmal, Iradatul Kauniya und Iradatul Shar'iya, sagt man. Iradatul Kauniya ist der Wille Gottes von dem, was geschieht. Das ist der Wille, der wird auf jeden Fall passieren. Und Iradatul Shar'iya, das ist das, was er dir befehlt. Es kann passieren oder kann nicht passieren. Aber das ist das, was er liebt. Das ist das, was er liebt. Das heißt, wenn Gott uns etwas befiehlt, dann wollen wir das tun, was ihm gefällt. Warum? Weil er sagt im Koran, in Sure 67, Vers 2, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتُ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Der, der Leben und Tod erschaffen hat, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Taten macht. Und was sagt er darüber? مَنْ آمَنَا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ. Was ist mit den Leuten? Die werden ins Paradies gehen. Und wer den Glauben verleugnet, wird in die Hölle gehen. Das ist der Weg. Ganz kurz, deutlich erklärt. So, wenn wir jetzt diesen Weg einschlagen wollen, wir wollen uns Gott ergeben, wir wollen für Gott leben, so wie Ibrahim, so wie Allah im Koran sagt, über den Propheten, was er sagen soll, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hier, mein Leben, mein Gebet, meine Opferrieten, mein Leben und mein Tod sind für den Herrn der Welt. La sharika la. Er hat keinen Partner. Und ich bin der Erste, der sich Gott ergibt. Und ich sage dir von dieser Lehre, aus diesem einzelnen Vers, sage du zu dir, in deiner Familie, ich will der Erste sein, der sich Gott ergibt. Ich will der Erste sein, der diese Sure vom Koran auswendig gelernt hat. Ich will der Erste sein, der sich im Bart wachsen lässt. Ich will der Erste sein, der diese Religion richtig praktiziert. Sei du der Erste in deiner Familie, für die Schwestern. Sei du die Erste von den Schwestern, die sagt,
Ich bin die Erste, die sich Gott ergibt. Hijab trägt und so weiter und so fort. Dass man so mit diesem Bewusstsein lebt. Aber um das in die Tat umzusetzen, braucht man Organisation. Ich sage es, die Islam ist Organisation. Wie fängt das schon an? Das fängt schon an mit dem Tagesablauf, mit dem Gebet. Du musst dich organisieren. Du musst morgens deinen Wecker stellen. Und damit du morgens aus dem Bett kommst, um das Frühgebet zu beten, musst du früher ins Bett gehen. Ansonsten wirst du nicht wach. Das ist Organisation. Islam ist, muss eigentlich Disziplin sein. Aber leider, wenn wir heutzutage die Lage der Muslime ansehen, sag's nur, wo sind wir hier gelandet? Also nicht hier vielleicht in der Moschee, sondern allgemein. Herr Islo, normalerweise, wofür diese ganzen Sachen? Da stecken Weisheiten hinter. Warum hat Allah nicht gesagt, ja bete fünfmal am Tag, wann du willst? Ja, dann macht der Arbeitsländer von der Arbeit, kommt, betet alle Gebete zusammen. Nein, fünfmal am Tag musst du dich erinnern. Fünfmal am Tag musst du bereit sein, vor dem zu stehen, der mehr wert ist als dein Arbeitgeber und alles andere. Vor dem allmächtigen Gott. Dann, wenn er es befiehlt, dich ihm zu ergeben. Und dadurch lernst du auch was für dein Leben. Dich zu organisieren. Dich zur Disziplin zu erziehen. Aber leider, wir sehen, viele Muslime heute, die beten nicht. Und die haben auch null Disziplin. Null. Glaub es mir. Du brauchst nur die Flughafensituation anzugucken. In Deutschland und in, welches Land sage ich jetzt, nicht, dass es jemand beleidigt vorkommt. Saudi-Arabien zur Hadschzeit. Bist du schon mal da angekommen zur Hadschzeit? Boah. Katastrophe, Fauda ohne Ende. Da fragst du dich, wo sind die Muslime überhaupt? Sind die hier in Deutschland oder sind die dort? Ich meine jetzt von der Disziplin her. Das heißt normalerweise, diese islamischen Regeln, die sollen uns zur Disziplin erziehen. Das soll deinen Tagesablauf ordnen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Deswegen, guck mal, sind wir heute hier. Viele von euch haben Kinder. Wer hat Kinder? Komm, traut euch. Du hast keine Kinder, lüg doch nicht, du bist doch gerade mal 11. Ja, ihr müsst schon Hand hoch, halt nicht hoch, runter, hoch, das weiß ich ja nicht. Wer ist noch ein Kind? Ja, ich bin auch noch ein Kind. Ich hab noch zwei Elternteile. Solange man zwei Eltern hat, solange man die Eltern noch leben, ist man ein Kind. Aber wenn die Eltern gestorben sind, hat man aufgehört, ein Kind zu sein. Schon mal drüber nachgedacht? Ja, ist so. Erst wenn deine Eltern gestorben sind, bist du kein Kind mehr. Von wem bist du dann noch ein Kind? Von keinem mehr. Ist so. Naja. Deswegen muss man den Tagesablauf ein bisschen ordnen. Schaut euch mal an. Wir sagen immer, das ist verboten und das ist verboten und das ist verboten und das ist verboten. Ich habe eben gesagt, was? Über die Verbote kann ich ein Buch schreiben. So ein Buch. Aber das, was erlaubt ist, kann ich kein Buch schreiben. Ich kann sagen, Alkohol ist verboten. Aber soll ich ein Buch schreiben und sagen, Orangensaft ist erlaubt, Bananensaft ist erlaubt, Müllermilch, Erdbeer ist erlaubt, Müllermilch, Banane ist erlaubt, Cola ist erlaubt, Hamburger ist erlaubt. Schweinefleisch ist erlaubt? Nee. Aber das meine ich jetzt. Man kann so viele Sachen sind erlaubt und so viele Sachen sind verboten. Man muss sich nur organisieren. Und deswegen sind wir auch heute hier. Weil vielen Leuten würde es vielleicht schwerfallen, wenn sie jetzt zu Hause sitzen, dieser Partystimmung zu widerstehen. Weil wir wissen sowieso, das ist sowieso Sünde. Ja, da rauszugehen, ja, Dancing und dann ist sie oben auf der Tanzfläche am Abtanzen, ja? Eine Show am Abziehen. Ja klar, jeder weiß, dass das Verführung ist für dich. So, das heißt, du musst deinen Tag organisieren. Und deswegen musst du eine Alternative schaffen. Zum Beispiel der Mensch hat eine natürliche Veranlagung, für das andere Geschlecht Gefühle zu empfinden. Also im Normalfall, wenn man gesund ist. Im Ja, nee, braucht ja nicht zu lachen. Es gibt ja auch Leute, die jetzt beispielsweise krank sind, gar keine Gefühle für irgendwas haben oder was auch immer. Ja? So.
Aber jetzt im Normalfall. So jetzt. Was willst du also? Du willst zum Beispiel eine Frau haben. So, wir wissen, Zina, Unzucht ist verboten. Richtig? Im Islam zumindest. Nicht in jeder islamischen Familie. Müssen wir festhalten. Bei manchen islamischen Familien kann der Sohn auch ruhig 30 Freundinnen vor der Ehe haben, ist kein Problem. Aber wir, die Tochter hat einen Freund. Dann erleben wir das, was wir hier gerade vor kurzem hier in der... Das ist gar nicht so weit entfernt, ne? Kleve, oder? Wie weit ist das entfernt? Kleve? Ja, ach so, ist doch so weit, ja. Aber zu nah. Dann erlebt man solche Aktionen. Ja, dass dann irgendjemand sich beleidigt vorkommt und dann ein Mädchen umbringt, weil sie einen Freund hat. Der Sohn hat aber vorher schon 30 Freundinnen gehabt, das ist alles kein Problem. Das ist das Problem von unserem Maßstab heutzutage. Und das ist das Problem, was die Muslime hier durch den Dreck zieht. Dieses asoziale Verhalten, dieses unislamische Verhalten von einigen Leuten, die dann mit ihrer ekelhaften Tat auch noch den Islam beschmutzen. Und deswegen sollte man diesen Leuten wirklich mal den Marsch blasen. Weil das, sowas darf keine Akzeptanz unter uns irgendwie in der entferntesten Art und auf irgendeine Art und Weise haben. Ja. Das wollte ich nur mal ganz kurz angeschnitten haben. So, aber was ist jetzt das Problem an der ganzen Sache? So, wir bringen das Beispiel. Ja. Du willst, das heißt, du musst heiraten können. Nur heutzutage sehen wir hier in Deutschland, wie so vielen Jugendlichen das Heiraten schwer gemacht wird. So, du willst nicht, dass dein Sohn Unzucht begeht. Du willst nicht, dass deine Tochter Unzucht begeht. Dann musst du dir die Möglichkeit geben, zu heiraten. Aber wie viele Leute sehen wir mit ihrem Schwachsinn, ja, mit irgendwelchen dämlichen Traditionen, die mit dem Islam nichts zu tun haben. Ja? Da kommt die Tochter, die will jemanden heiraten, aus was weiß ich woher, aus Irak oder die Tochter kommt aber aus der Türkei oder was weiß ich woher, oder aus, die kommt meinetwegen nicht aus Irak, aus demselben Dorf. Heißt, nee, der muss aus demselben Dorf sein. So, was erwartest du? Ich habe einmal erlebt, Mädchen aus Syrien, die muss jemanden heiraten aus ihrem Dorf und aus ihrem Land. Herzlichen Glückwunsch. Wer kommt hier aus Syrien? 3, 4, 5 Mann. Wer kommt aus der Türkei? Oh, Allah'tan başka ilah yok. Libanon? Auch nicht so viel. Marokko? Oh, Mzian Bzef. Ich mache ja morgen hier Freitagspredigen, inshallah, ne? Auf Berbisch? Nee. Auf Berbisch nicht. Darbletim, Yahuya. Man fängt sich Mzian. Besser Alik. In Marokko ist das Gute. In Marokko braucht man nur 5 Sätze, du kannst dich eine halbe Stunde unterhalten. Das ist total super. Ja, ehrlich. Du brauchst nur 5 Sätze. Besser Alik. Salibes. Kedir. Gefäschel Eile. Gefäschel Chuya. Kölsche Bechea. Kannst eine halbe Stunde diskutieren. Halbe Stunde dieselben Fragen. Wie geht's? Wie geht's der Familie? Alles okay? Was machst du? Alles gut? Und dann kannst du eine halbe Stunde diskutieren. Stimmt, du hast recht. Na, die Marokkaner sind einverstanden, oder? Also ich sehe das so. Ich war oft genug in Marokko gewesen, Abdullah. Meine Frau ist aus Marokko. Jedenfalls, das ist das Problem, um darauf zurückzukommen. Ja, du hast gerade gesehen, hier waren so wenige Leute aus Syrien. So, wie willst du die Wahrscheinlichkeit finden, die findet einen passenden Mann aus Syrien, aus ihrem Dorf in Deutschland? Ja, dann geh wieder zurück in dein Land. Subhanallah. Da ist doch vorprogrammiert, dass da irgendwas passiert. Dann sagen alle, oh, was für eine Schande für die Familie. Ja, ihr seid die Schande für die Familie, weil ihr den Leuten gar nicht die Möglichkeit gibt, zu heiraten. Das ist das Problem. Aber Leute, das muss bei uns aufhören, subhanallah. Das muss sich bei uns ändern. Denn der Prophet, a.s.w., ist unser Maßstab. Und der Prophet, a.s.w., sagt, إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَدُونَ دِينَهُ وَخُلُقُهُ فَزَوِّجُوهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. Wenn jemand zu euch kommt mit dessen Religion, mit dessen Verhalten ihr zufrieden seid, so verheiratet ihn. Und wenn ihr es nicht macht, so wird auf der Erde Verwirrung und so Unruhen werden sich verbreiten. Und das ist das, was wir heutzutage sehen.
Wie viele hier sind durch diese komische Herangehensweise in die Irre gegangen oder haben Fehler gemacht? Weil man den Menschen nicht hilft, man muss den Menschen helfen. Der andere will heiraten, der ist gerade sein Abitur gemacht, der will heiraten, dann sagen die Eltern, ja, 200.000 Euro Mahar hätten wir gerne für die Tochter. Ohne Quatsch, ich kenne einen Freund, die Eltern wollten 200.000 Euro Brautgabe haben. Hör mal, da denkst du doch immer, in welchem Film bist du gelandet? Haben die gedacht, der hat einen Esel zu Hause oder was? Ach, entschuldige, ich habe mich vertan. Nur falls sie sich scheiden lassen, 200.000 Euro machen. Das ist auch ein gutes Geschäft, ne? Man heiratet einfach, macht vorher den Vertrag und dann muss der Mann dann nachher richtig Geld bezahlen. Und der Prophet a.s. sagt, die mit den meisten Segen von Ehen sind die mit dem geringsten Mahar. Allerdings muss ich hier sagen, das ist ein Tipp an die Schwestern, wenn man heiraten will, man soll es auch nicht dem Mann zu leicht machen. Ja. Weil es gibt leider heutzutage einige Halunken, ja, die schnell mal heiraten wollen, ja, und dann sich nach kurzer Zeit wieder scheiden lassen und gar kein Interesse haben, die diese Sache ausnutzen und dann versuchen auch noch mit dieser Argumentation zu kommen, ja, wenig Mahar geben, wenig Brautgabe geben. Ohne Quatsch, wir haben Aktionen erlebt, da kannst du nur ausflippen. Ja, am nächsten Tag wieder scheiden gelassen und solche Aktionen. Deswegen, das sollte alles im Rahmen sein. Aber natürlich, jemand, der gerade am Studieren ist oder was auch immer, dann von dem 10.000 Euro zu verlangen, ist natürlich ein bisschen viel, ne? Ist klar. Und 200.000 Euro ist natürlich total irre. Aber wie gesagt, solche Aktionen erlebt man. Und da kann man nur sagen, hier müssen wir anfangen, den Leuten die Heirat erleichtern. Glaubt es mir, wenn ich ein Thema mache über Heirat, hör mal, da haben wir Klicks auf der Seite ohne Ende. Jeder interessiert sich dafür. Die größten Probleme in der Umma hier in Deutschland haben wir, was Heiraten angeht. Weil keiner wirklich hilft, weil falsch an die Sache herangegangen wird, ja? Weil Baraka, der Segen aus dieser Ehe, rausgenommen wird, weil von vornherein das Ganze schon falsch läuft. Und das ist das Problem. Ich kriege dann oft die Frage von Jugendlichen, ja, wie soll ich denn eine Frau kennenlernen? Wie soll ich denn eine Frau kennenlernen, ja, wenn wir jetzt nicht mehr in die Disco gehen können oder so? Subhanallah, achi. Früher, da warst du der größte Halunke gewesen. Du hast dir alles einfallen lassen. Wenn du irgendwo eine Frau gesehen hast oder so, du hast irgendwie rausbekommen, mit wem die rumhängt, wer die Freundin ist und so weiter und so fort. Wolltest du was trinken? Komm, nimm doch was zu trinken. Komm, du wolltest es doch. Bist du hingekommen, hast eingeschüttet. Für mich? Ach, für mich. Sag doch einfach, du hast keine Stimme mehr. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Ich weiß gar nicht, wie das mal bei Jumu'ah funktionieren soll. Gut. Ich habe jetzt gar was los. Auf jeden Fall. Wenn man diese Themen aufmacht, ja, zum Beispiel Heirat und so weiter, da rennen die Leute einem die Tür ein. Und viele fragen ja, wie kann ich denn jemanden kennenlernen zum Heiraten? Ich guck dich mal richtig um. Und vor allen Dingen, es gibt jemanden, der dir helfen kann, das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Bei mir, weil ich weiß, das wird garantiert viele hier interessieren. Wen interessiert das? Nee, ich meine mich nicht. Ich mache nur gerade nach, wie die Leute aufzeigen, wenn sie sich am Schämen sind. Also ich meine mich nicht, dass ich jetzt jemand 12 verstehe und denke, ich suche nach einer zweiten Frau oder so. Nee, nicht so. Jedenfalls, das macht die Dings kaputt. Sowieso. Bei mir damals beispielsweise, als ich zum Islam gekommen bin, wie hat das funktioniert, dass ich eine Frau gefunden habe? Ich habe überall nachgefragt, bei Freunden und so weiter, ja, wo jemand ist, der auch heiraten will. Ja.
Und dann durch die Freundin, durch die Frau von einem Freund von mir kam dann der Kontakt zustande. Und so funktioniert das. Jeder von euch hat Schwestern, jeder von euch hat Brüder, jeder von euch hat Bekannte. Und da muss man einfach mal nachfragen. Was ich nicht kapiere ist, weißt du, manche Brüder, die wissen doch genau, die Schwester will heiraten. Die kennen doch so viele Brüder, die gut sind. Da kann man doch mal versuchen, Kontakt herzustellen. Ich kenne einen Bruder, der hat seine Schwester, der hat einen Bruder immer in der Moschee gesehen, der immer anständig ist, der hat irgendwie in Köln auf der Fachhochschule studiert, ja. Und dann ist er zu ihm gegangen, hat gesagt, hör mal, hast du Interesse zu heiraten? Hat er gesagt, ja. Dann hat er gesagt, ja, ich habe eine Schwester und die will auch heiraten, vielleicht ist das ja vom Ding. Und dann sind die zusammengekommen, alhamdulillah, die sind bis heute glücklich verheiratet, alhamdulillah, haben sich auf diese Art kennengelernt, weil der Bruder dorthin gegangen ist. Aber hier siehst du Leute, der betet jeden Tag, ein Jugendlicher, der vielleicht 20, 22, 23 Jahre alt ist, der betet vielleicht jeden Tag in der Moschee und der ist ein anständiger Kerl und so weiter und so fort. Da kommt keiner mal auf die Idee, den mal zu fragen, ob er heiraten will und so weiter, weil man vielleicht eine Schwester oder eine Tochter oder irgendetwas hätte. So muss man an die Sache rangehen. Man muss auch versuchen, den Leuten den Weg leicht zu machen. Wir sind hier nicht in einem islamischen Land, wo es viel leichter ist, jetzt beispielsweise eine Frau zum Heiraten, glaube ich zumindest. Ja? Ist einfach so. Und so muss man den Leuten helfen. Deswegen, es hat alles was mit Organisation zu tun und mit Alternativen. Man muss Alternativen schaffen. Ja? Der Typ ist total durcheinander. Du musst dein jetzt zum Beispiel heute. Das heute ist eine Alternative. Warum gehen die Leute raus? Vielleicht an Orten, wo Sünde gemacht werden. Warum gehen die dahin? Wisst ihr, warum meistens? Weil man Geselligkeit haben will. Man möchte mit Leuten zusammen sein. Das ist meistens die Unterhaltungsindustrie. Clubs, Party, hin und her. Es geht meistens in erster Linie darum, mit anderen Leuten zusammen zu sein. Also organisierst du dir das einfach in der Moschee. Deswegen haben wir gesagt, warum meint ihr, warum wir um 22 Uhr angefangen haben? Warum haben wir nicht um 18 Uhr angefangen? Weil wenn wir um 18 Uhr anfangen und wir sind um 22 Uhr fertig, dann sagen die um 22 Uhr, ja, mal gucken, was mache ich jetzt noch im Rest? Ey, Bülent, kommst vorbei. Heute, hin und her. Das ist das. Das ist eine Alternative, damit man ein bisschen Spaß hat, damit man unter Leuten ist, damit man was zu lachen hat. Ja, Lachen ist gesund, sagt man immer, ja. Haben wir mal ein bisschen hier zusammen, gibt es was zu essen gleich und so weiter. Aber man muss sich organisieren. Geht nicht nur, darf nicht. Schaffe dir Alternativen. Es gibt so viele Alternativen. Deswegen habe ich eben gesagt, die Grundlage ist, alles ist erlaubt, außer was verboten ist. Aber wenn man den Menschen das Erlaubte nicht zeigt und er sieht nur die Werbung von der Spielhalle, dann ist es klar, der muss die Werbung von der Moschee sehen. Warum sind die Leute heute hier? Durch Werbung. Macht Organisationen in eurer Moschee. Wer kommt hier aus Krefeld? Mönchengladbach? Andere Städte? Düsseldorf, Duisburg, was haben wir noch hier? Essen? Mörs, Köln? Wuppertal, Ratingen, guck mal, ist gut. Wer kommt von am weitesten her? Stuttgart, mashallah. Das finde ich aber schön. Guck mal, Leute, ihr müsst bei euch etwas schaffen, Alternativen schaffen für die Jugendlichen. Dass ihr dort beispielsweise Vorträge macht in der Moschee, zusammen treffen, Kanu fahren gehen oder was weiß ich, an See gehen, grillen gehen und so weiter und so fort. Es ist alles nur eine Organisationsfrage. Es ist alles eine Organisationsfrage. Was meint ihr, wie schnell ihr die Leute zu euch kriegt? Die Leute wollen Action haben. Die haben keinen Bock, langweilig zu Hause Fernsehen zu gucken. Der erste Anruf kommt. Glaub mir, der Scheitan gibt sich viel Mühe. Der Scheitan, der steht überall und macht Werbung für seine Sache hier, der Satan. Komm dahin. Komm in diesen Weg, mach diesmal das. Ja, der macht überall Werbung. Hier, du musst selber Werbung machen. Für deinen Weg.
Ansonsten musst du dich auch nicht beschweren, wenn deine Tochter oder dein Sohn oder dein Bruder auf dem falschen Weg ist. Ist klar, man muss sich organisieren. Oh. Man muss sich organisieren. Das ist es. Und deswegen sage ich ganz klar und eindeutig, guckt, dass ihr in euren Moscheen Veranstaltungen unternehmt. Das ist ganz wichtig. Guckt euch mal heute die Jugendkriminalität an. Guckt euch das mal an. Ihr kennt es selber. Guckt euch das mal an, hier unter jugendlichen Muslimen. Da brauchst du nur bei YouTube reinzukriegen, kriegst du die Krätze. Alpha-Jack, ey, weißt du, ey, die Deutschen, da. Hör mal, guck dir das mal an. Warum sind die so Banane? Ja, meinst du, dem hat irgendetwas von der Religion bei? Ist hier jemand auch so Banane wie der? Wer kennt die Alpha-Jacke nicht? Also, ihr kennt die alle. Guck mal, wie berühmt er ist. Ja, guck mal. Das ist das Problem. Warum? Weil die Leute haben keine Alternative. Und dann haben die falschen Vorbilder. Dann machen die sich irgendwelche Vorbilder aus Menace to Society, Blood in, Blood out. Du siehst es doch an denen ihrer Kultur. Das kommt doch irgendwo her, dieser Schwachsinn, oder? Oder warum siehst du dann die Bilder? Ey, ein Foto von meiner Clique. Da stehen sie alle so. Wo hat er es her? Wo hat er es her im Fernsehen? Weil der sich identifiziert, aus dem Fernsehen oder aus den Medien, aus der Musikbranche, der identifiziert sich dann mit irgendwelchen, ja, Kriminellen aus Amerika oder was auch immer. Siehst du doch an der Kultur hier. Yeah. Yo. Und überall am Rappen. Ist dir schon mal aufgefallen? Egal in welche Stadt du gehst, in welches Ghetto. In Frankfurt am Rappen, in Berlin sind sie am Rappen, in Köln sind sie am Rappen, überall. Ja, ey, wir leben hier und bla bla und so weiter. Ja, ist so. Warum? Der nimmt sich das als Vorbild. Der will auf einmal so sein wie die. Der macht auf einmal auf Gangster. Boah, ich lebe ja so arm und hin und her. Du lebst so arm, ey. Wo lebst du arm? Du bist vielleicht ein Armleuchter, aber arm lebst du nicht. Ja, das ist wirklich so. Aber warum? Ja, weil wir dem nichts anbieten. Wo sind die Aktivitäten von der Moschee? Wo sind die? Ich rede jetzt nicht von der Moschee, Alhamdulillah, dass ich heute hier bin. Ich danke denen. Hoffentlich komme ich nochmal wieder. Aber versteht ihr? Da ist das, was ich meine. Es gibt nichts. Wenn ich mir sehe, die sind nur alle vor Angst am kaputt gehen. In Frankfurt, in Hessen, da komme ich in keine einzige Moschee rein. Die haben alle Angst. Nicht, dass nachher unsere Moschee zugemacht wird. Das ist keine Moschee, es ist ein Restaurant, ist das Restaurant mit Gebetsraum. Haben wir irgendwas gemacht? Haben wir einmal zum Terror aufgerufen oder wie? Noch nicht. Ist nur Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein. Okay. Nee, aber das ist das. Es muss was angeboten werden. Und das größte Problem ist, ich sage es ganz klar und eindeutig, ist, dass nichts in deutscher Sprache angeboten wird. Das ist das. Oder was heißt nichts? Zu wenig. Weil die meisten Jugendlichen hier, die verstehen die deutsche Sprache. Wenn ich jetzt zum Beispiel frage, wer versteht hier Hocharabisch? Aufzeigen. Hocharabisch, Fusha. Okay. Wer versteht Marokkanisch? Arabisch? Berberisch? Türkisch? Bosnisch? Nema Boga Osim Allah. Deutsch? Allahu Akbar. Alle, siehst du? Das heißt, mit Deutsch kann ich hier viel mehr Leute erreichen. Wenn ich auf Türkisch rede, verstehen mich nur einige, also ich kann sowieso kein Türkisch, aber ich meine nur, verstehen mich nur einige. Wenn du auf Hocharabisch, und guck mal, jetzt auf Hocharabisch, die wenigsten haben auf Hocharabisch und auf Bosnisch aufgezeigt. Aber in allen arabischen Moscheen wird auf Hocharabisch gepredigt. Ja, was hast du denn gedacht? Was hast du denn gedacht, wie du den in die Moschee kriegst? Und wie du den motivierst für die Religion, wenn er gar nicht versteht, was da vorne abgeht? Ja, wie haben wir gedacht, wie wir den motivieren? Guck mal, wir haben es gerade gesehen.
Die wenigsten haben bei Hocharabisch aufgezeigt. Ja, wenn du die Worte nicht verstehst von dem, was der da vorne sagt, wie willst du motiviert werden? Jetzt wird jemand sagen, ja, der muss Arabisch lernen. Der soll Arabisch lernen. Ich sage auch, ja klar, ich habe selber Arabisch gelernt. Aber um Arabisch zu lernen, muss der erstmal Motivation haben, diese Sprache zu lernen. Und Motivation, diese Sprache zu lernen, kriegt er nur, indem man ihm erstmal diese Religion schmackhaft macht und in einer Sprache vermittelt, die er versteht. Das ist der Punkt. Das heißt, die wenigsten verstehen das. In allen arabischen Moscheen wird fast ausschließlich auf Hocharabisch gepredigt. Und keiner versteht, was da vorne abgeht. Überleg mal. Und dann wundert man sich, wenn die Jugend verloren geht. Dann wundert man sich, wenn die Jugend verloren geht. Wo sind die Vorbilder? Deswegen muss man Alternativen schaffen. Man muss Alternativen schaffen, wie heute, diese Tage, dass man in der Moschee ist, dass man Organisationen macht. Weil, guck mal Leute, ich bin heute hier einen Tag. Einen Tag. Ich komme vielleicht demnächst nochmal oder vielleicht auch nicht oder irgendwann mal. Aber ich bin heute hier einen Tag. Und die meisten, die hier sind, sind aus Krefeld. Aber was ist die restlichen Tage? Was ist danach? Was ist an jedem Wochenende? Deswegen, was jede Moschee machen muss, jede Moschee, und das könnt ihr den Moscheegemeinden, wo ihr herkommt, sagen, es wird immer viel Geld ausgegeben für verschiedene Sachen. Du siehst jetzt Minarette. Manche Leute geben 100.000 Euro für ein Minarett aus. Ach, da kriege ich Krätze, kriege ich da. Wenn ich das denke, wofür brauchst du ein Minarett? Hat der Prophet ein Minarett gehabt? Wofür? Du brauchst ein Minarett, haben die damals gehabt, damit wir hochsteigen und damit man von oben den Adhan machen kann. Wir können sowieso keinen Adhan machen. Und außerdem haben wir heute einen Lautsprecher, du brauchst gar kein Minarett. Wofür? Schön aussehen. Das Geld für dieses Minarett, das investiert man besser in eine Person. Diese Botschaft, die wird von Personen getragen, nicht von Gebäuden. Es ist noch nie eine Idee durchgedrungen durch Gebäude. Immer durch Leute. Jede Idee, die du auf der Welt hast, jedes System auf der Welt, hat ihre Personen, nicht ihre Gebäude. Egal, welche Bewegung du nimmst, ob es eine religiöse Bewegung ist, ob es eine politische Bewegung ist, egal was es ist, die wird immer von Menschen getragen, nie von Gebäuden. Aber heute ist das Motto bei den Muslimen, außen hui und innen fui. Außen muss es schön aussehen und innen Folkloreverein. Das ist es wirklich. Stell dir vor, jetzt in Köln beispielsweise, 50 Meter Minarett bauen die. Ich will nicht wissen, was das kostet. Das kostet oder die sogar mehrere 50 Meter hoch, ich weiß, nicht nur eins. Das kostet ihm garantiert. Mit 100.000 Euro kommst du im Leben nicht hin. Mit der ganzen Architektur und alles. Stell dir vor, 100.000 Euro investierst du in Dava-Material, um die ganzen Jugendlichen, die verloren gegangen sind, diese ganzen Zuhälter da, diese ganzen Drogendealer, um die mal von der Straße zu holen. Ja, das ist doch wahr. Subhanallah. Guck dir diese Katastrophe mal an. Gut, dass ich gerade nichts anderes mit K am Anfang gesagt habe. Guck dir die Katastrophe mal an da. Ja, guck dir mal die Kriminalität an. Drogendealer und das komplette Programm. Warum? Wer hat mit denen geredet? Wie viele sind zurückgekehrt, dadurch, dass sie was verstanden haben von der Religion? Aber das ist das Problem. Es wird nur in Gebäude investiert. Hier das Geld, man schickt lieber 20 Mann nach Ägypten oder nach Saudi-Arabien, die studieren, kommen wieder, haben fundiertes Wissen und können auf Deutsch predigen. Es wird so sein. Leute, in 20 Jahren kann keiner mehr seine Heimatsprache oder in 30 Jahren, das ist so. Guck dir mal in Amerika an, die ganzen Schwarzen, die gekommen sind. Meint ihr, die haben früher alle Wolof, Hausa und so weiter gesprochen. Die sind alle als Sklaven aus Afrika gekommen. Aber mit der Zeit ist das verloren gegangen. Mein Sohn in seiner Klasse, da sind mehr Ausländer als Deutsche in seiner Klasse. Aber da spricht kaum einer seine Heimatsprache richtig. Die sprechen alle Deutsch zusammen. Ist ja auch gar kein Problem. Die können ja ruhig Deutsch sprechen. Aber was ich sagen will, ist, die Sprache geht verloren. Wenn du dann in 20 Jahren immer noch hier vorne jemanden stehen hast, der auf Türkisch oder was weiß ich, da versteht den sowieso keiner mehr. Hier, die Jugend versteht nichts mehr. Wir sehen es.
Wir haben ihn gefragt, wer versteht Hocharabisch. Dann was anderes. Ich frage ganz ehrlich. So, wir hatten ja eben viele Türken gehabt. Nochmal bitte alle Türken aufzeigen. Also, ich will euch was fragen. Die Predigt, versteht ihr mehr, wer versteht mehr auf Deutsch davon als auf Türkisch? Also ihr versteht auf Deutsch mehr als auf Türkisch von der Predigt, ja? Guck mal, die meisten haben gesagt, die verstehen auf Deutsch mehr als auf Türkisch. Ja, aber ich habe ja gefragt, wer mehr auf Deutsch als auf Türkisch versteht. Du bist die Ausnahme, Mashallah. Dank mir! Wo ist die Ausnahme? Aber ich meine nur, das ist das. Das ist der Punkt. Eben Arabisch haben wir sowieso drüber geredet. Und so ist es meistens. Warum? Brüder und Schwestern, ist doch ganz logisch. Guck mal, wenn du in einem Land aufwächst, du gehst dort zur Schule. In der Schule und im Fernsehen, du lernst mathematisches Vokabular, geografisches Vokabular, biologisches Vokabular, von allen Facetten. Was sprichst du aber mit deiner Heimatsprache hier? Zu Hause, mit der Familie. Gib mir mal dies, gib mir mal das, Tisch, Stuhl, Wand, Frau, Mädchen, Junge, Mann, Opa, Oma. Das ist das Vokabular. Bei mir zum Beispiel vom Arabischen her, wenn ich jetzt beispielsweise über Themen rede, da denken die, boah, der kann ja perfekt Arabisch. Oder so ungefähr, außer von der Aussprache vielleicht, ja. Boah, super. Aber wenn du mit mir über ein politisches Thema redest, da habe ich gar keinen Plan von. Viele Vokabeln, die fehlen mir, weil das nicht mein Thema ist. Ja, das ist nicht mein Thema. Mein Thema sind die religiösen Themen, nicht politischen Themen. Deswegen, wenn du mich damit jetzt mit mir reden würdest über, ja, Wazir, Iqtisadi, okay, das kriege ich auch noch hin, ja, der Wirtschaftsminister und so weiter. Aber trotzdem, das ist einfach so. Man lernt die Sprache hier. Deswegen ist das ganz wichtig, dass man so etwas fördert. Weil ich möchte, guck mal Leute, ich bin heute hingekommen, nicht nur zur Unterhaltung, sondern ich möchte, dass ihr zurückgeht zu euch nach Hause, in eure Moscheen und dort was verändert. Ich kann heute nur einen Funken von dem Feuer, was in mir brennt, euren Herzen geben und euch übermitteln. Aber ihr müsst weitermachen. Ich bin gekommen, eine Lawine auszulösen. Nicht nur, um einen Schneeball an die Wand zu klatschen, sondern eine Lawine auszulösen. Dafür seid ihr da. Ich bin nicht wichtig. Ja? Das heißt, jeder Einzelne ist hier genauso wichtig. Jeder ist wichtig in seinem Maße. Jeder Einzelne hat eine Wichtigkeit. Guck mal, wenn ich heute hier wäre und keiner von euch hätte Werbung gemacht und keiner hätte die Internetseite aufgebaut und keiner hätte einen Flyer verbreitet und keiner hätte die Moschee hier aufgebaut, was will ich machen? Soll ich mich mal in den Wald setzen, mit Hasen und Igel diskutieren oder wie? Ja, ist vielleicht auch interessant, ne? Das wäre vielleicht auch mal ein interessantes Gespräch. Mit Hasen und Igel sollte man sich auch mal unterhalten. Vielleicht haben die auch was Interessantes zu sagen. Sag es dem Igel, sag Leila Allah. Sag Eshedu. Sag doch. Nee, auf jeden Fall. Brüder, und das ist das Wichtige, dass ihr geht, hier Krefeld, egal wo ihr herkommt und euch organisiert, etwas bringt und die Seite verteilt, Einladung zum paradies.de. Ja, weil, wie gesagt, weil wir wollen jeden Menschen erreichen, wir wollen die Menschen vor der Hölle retten. Ich kann nicht überall sein, jeden Tag, an jeder Stelle. Aber ihr könnt jeden Tag jemand die Seite geben, Flyer geben, DVDs geben. Das ist die Dauer, die wir versuchen zu verbreiten. Es werden jetzt nächsten Monat, inshallah, 100.000 DVDs kommen. Die werden kostenlos verteilt, inshallah. Das ist durch eure Spendengelder auch, alhamdulillah. Und das soll auch keiner unterschätzen. Guck mal, die Christen. Jetzt im Spiegel war ein Bericht gewesen, die haben 365.000 Missionare allein aus Amerika. Und die meisten davon sind in diesen dritten Weltländern tätig. Unter anderem oder viele von den islamischen Ländern. Allein aus Deutschland 9.000 Missionare. Was machen wir? Am Schlafen. Die Bibel ist in 2.500 Sprachen übersetzt worden. Der Koran nur in 100 Sprachen. Guck mal, die Leute geben sich Mühe. Aber wie können die das schaffen?
Einer hat mich gefragt, einer sagt zu mir, ich habe zu ihm gesagt, in einem Vortrag, den ich gemacht habe, habe ich das erwähnt. Und dann, daraufhin meinte er, ach, ist ja schon Pause. Und daraufhin meinte er, dass er ja auch gerne sowas machen würde. Er wollte sich praktisch entschuldigen. Er wollte sagen, ich würde auch gerne sowas machen wie die christlichen Missionare. Aber er sagt, wie soll man das machen? Ich habe gesagt, genau das ist das Ziel. Dafür müssen wir uns Geld zusammenlegen, um Leute zu organisieren. Leute ins Ausland schicken, die dort studieren können. Wisst ihr, wie viele Brüder in Saudi-Arabien studiert haben und abgebrochen haben? Weil sie dort nicht zusammen mit ihrer Frau leben konnten, weil sie kein Geld hatten. Warum kümmert sich keiner darum? Achi, 3.000 Euro und du kriegst für das ganze Jahr eine Wohnung. 3.000 Euro, du hast das ganze Jahr eine Wohnung, ist billig dort. Essen kriegst du alles von der Schule, von Dings. Aber die, ich auch. Ich konnte auch nicht zu Ende studieren, praktisch aus diesem Grund. Das ist einer der Gründe. Ja. Das ist einer der Gründe. Der Hauptgrund war, meine Tochter halt mit dem schweren Herzfehler zur Welt gekommen ist. Ja, und deswegen konnte ich nicht zurückgehen. Normalerweise wäre ich gar nicht hier. Ich wäre jetzt noch da, um studieren. Da würde mich hier wahrscheinlich kein Mensch kennen. Ja, aber ich musste zurückkommen, weil meine Tochter 9 Stunden nach der Geburt blitzblau gewesen ist. Ja? Und die gilt 100, als 100% schwerbehindert. Ja? So, aber der geht es eigentlich ganz gut. Aber ich meine nur jetzt. Ja, nur noch 2, 3 Minuten. Dann mache ich Schluss. Okay? 2 Minuten ist kein Problem. Ja, ja, Alhamdulillah. Ja, Bruder, möge Allah mich besser machen, als du denkst, mir verzeihen, was du nicht kennst. Aber ich meine nur, das ist das Schicksal, das stimmt. Ich bin am 24. Februar 2006 in Deutschland angekommen. Am 23. März kam das Kind zur Welt. Ja, und das hat mein ganzes Leben total umgedreht, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Na, aber wie gesagt, Brüder und Schwestern, wichtig ist, dass wir Leute ausbilden. Guck, ich habe gerade mal von 2004 bis 2006 dort studiert. Okay, ich habe vorher schon hier gelernt und bei einigen Leuten, die ein bisschen was haben, aber im Prinzip, ich habe ja nicht so lange studiert. Aber, Alhamdulillah, stell dir mal vor, du schickst Leute 6, 8, 10 Jahre, natürlich, es kommt natürlich auch immer darauf an, inwieweit man Talent für die Sache hat, aber trotzdem, jetzt im Prinzip, du schickst jemanden 6 Jahre ins Ausland, zum Beispiel nach Ägypten, super billig, es gibt super viele Möglichkeiten. Kommt zurück, kann Dauer machen, kann den Menschen. Und das muss das Ziel sein. Euer Ziel muss sein, von Stadt Tür zu Tür zu gehen. Jetzt in Dormagen haben wir praktisch so eine Moschee mit Brüdern. Guck mal, die haben eine Aktion jetzt gemacht, und damit möchte ich auch enden. Da sind die von Tür zu Tür gegangen, haben jedem muslimischen Haus einen Flyer gegeben. Ach, da sind jetzt Leute, die vor Intensivstraftäter waren, ohne Quatsch. Die kommen jetzt zu Fuß 5 Kilometer oder noch mehr zur Moschee gelatscht. Das muss unser Ziel sein. Wir sind nicht gekommen, um die Heiligen zu rufen, sondern die Sünder zu rufen. Deswegen macht dieselbe Aktion bei euch. Macht in eurer Moschee eine Flyer-Aktion. Ihr geht in eurem Ort, in eurem Stadtteil von Tür zu Tür. Und wenn einer nur dabei bleibt, einer dabei bleibt, und es werden viele kommen, inshallah, versucht die ganzen Muslime zurückzurufen zur Moschee. Guckt dir an, wo die alle gelandet sind. Voll weg. Brüder und Schwestern, ihr denkt vielleicht, es war jetzt gerade nicht viel islamisches Wissen dabei, aber es war sehr viel dabei, glaubt mir. Warum? Weil diese Organisation ist mit das Wichtigste überhaupt. Und wie gesagt, wir haben heute noch einen langen Abend, hoffe ich, und ich bitte jeden hier zu bleiben, und wir haben noch viel zu reden, ich habe noch viele Themen vor, und ich wollte erstmal auch dem Moscheevorstand hier danken, dass das heute hier so funktioniert. Ja, und wie gesagt, das muss auch alles hier versorgt werden. Ja? Und ihr gehört mit dazu, das mit eurer Moschee, inshallah. Was ich noch sagen wollte, ich werde demnächst anfangen, inshallah, jeden Samstag einen Dauerkurs zu machen. Jeden Samstag einen Dauerkurs. Das heißt, wie man Menschen die Religion vermittelt. Das wird dann immer so ein Workshop sein, wo wir einen Unterricht machen, danach diskutieren und dann so einen Workshop machen, wie diskutiert man mit Leuten, wie vermittelt man es und so weiter und so fort. Wir suchen nur noch nach geeigneten Möglichkeiten, wo man das machen kann. Ja? Und ich würde euch dann bitten, also wir machen euch da zum Islam-Missionar sozusagen, verstehst du? Ja, ja. Halbes Jahr geht dieser Kurs.
Ja, weil wir wissen, ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Ich bin gerade in akuter Lebensgefahr, sagt das Landeskriminalamt. Ja, ohne Quatsch, das ist kein Witz. Und deswegen, wie gesagt, das wollte ich nur gesagt haben, wäre schön, wenn ihr daran teilnehmt. Und deswegen wollte ich noch einen Spendenaufruf machen für die Moschee und versucht die Moschee hier zu unterstützen, damit die auch hier weiter so machen können und weiter Dinge unterstützen können. Jazakumullah khairan.